Ja, jetzt geht's weiter mit Link und ja, mit ohne Schwert. Juhu! Also, war das nochmal da? Bumerang, alles klar. So, wie geht's jetzt weiter? Erstmal Geld ausgeben, was ich mir so aufwendig ercheatet habe. Und zwar werde ich jetzt mir nicht den blauen Ring kaufen, habe ich mir überlegt, weil. Ja, irgendwie habe ich es ja doch nicht so ehrlich erfarmt, das Geld. Und deswegen ist meine Strafe, dass ich mit dem blauen Ring noch ein bisschen warten muss. Also ich versuch's zumindest. So. Ah, stattdessen kaufen wir uns ein Schild, was unsere Verteidigung auch erhöht hier. Und ich werd einen Trank kaufen. Denn ich vermute, davon werde ich mehr brauchen als normalerweise, wenn ich das einfach nur so durchspiele. Das Spiel könnte ihm bitte mal aus dem Weg gehen. Dankeschön. So, und dann kommt die spannende Frage. Wie geht's weiter mit Dungeons? Moment. Ich habe doch, ja, genau, ich habe den Brief hier geholt. Dungeon 3 ist das nächste. Das kann ich machen. Ich habe ein bisschen Angst vor Dungeon 3, weil da Ritter drin sind und ich mir nicht sicher bin, wie ich die verwunden kann. Ich weiß, dass ich sie nicht mit dem Bumerang verwunden kann, dass ich sie nicht mit der Flamme verwunden kann, aber dass ich sie mit Bomben verwunden kann. So, mit Pfeilen weiß ich es nicht. Das werde ich jetzt als erstes ausprobieren. Wenn ja, werde ich wahrscheinlich auch mit der Reihe nach Dungeon 3 jetzt machen und beenden. Wenn das mit Pfeilen nicht klappt, und was wollte ich jetzt? Ich habe vergessen, was. Also das muss bleiben. Dann habe ich mir einen Alternativplan überlegt. Das war zu früh nach rechts. Das ist hier eins drunter. So, und zwar kann ich auch so ein bisschen Sequence Breaking machen hier in dem Spiel. Ich muss jetzt nicht Dungeon 3 machen. Ich hätte auch Zugang zu Dungeon 5, 6, 8 oder 9. 9 bringt überhaupt nichts und 8 ist definitiv zu schwer. Aber 5 könnte hilfreich sein. Eventuell. Ja, ich befürchte, das bringt mir überhaupt nichts, die hier zu töten. Normalerweise lassen die wahnsinnig Rubine und alles Mögliche fallen. Aber wenn ich die mit der Flamme töte, splitten die sich, glaube ich, nur auf in kleine und droppen deswegen nichts richtig. Ich gehe mal einfach weiter. Hier sind noch mehr davon. Ja, ich kann eigentlich ein paar davon mal so vielleicht klein machen. Die kleinen kann man zumindest mit dem Bumerang töten. Den anderen muss man irgendwie vorbei jetzt. So, und jetzt kommt die spannende Frage. Diese Ritter hier. Nix mit Bumerang. Und nix mit Flamme. Sag ich ja. So, warum sind die ein Problem? Ich kann einfach weiterlaufen. Ja, kann ich. Aber es kommt gleich noch ein Raum mit ganz vielen von denen hier, die man besiegen muss, damit man weiter zum Item kommt. Zum Los. So, deswegen testen wir jetzt erstmal. Ich möchte aber gucken, dass ich auch definitiv einen von hinten treffe, wenn ich das mit dem Pfeil ausprobiere. Das war zum Beispiel von vorne. Von vorne klappt das sowieso nicht. Der dreht er sich wieder um. Hallo? Ey, wollt ihr mich veräppeln? Das gibt's doch nicht! In dem Moment, wo ich einen Pfeil abschieße, drehen die sich um, oder wie? Also langsam glaube ich, das ist irgendwie Absicht. Ja, hey. Geht nicht. Gut. Ja. Problem. Gut, Kompass und so können wir mal mitnehmen. Fledermäuse können wir dank Bumerang auch kaputt machen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, diese Ritter zu verwunden, sind mit Bomben. Das Problem daran ist. Oh, noch ein schöner Raum. Das Problem daran ist, es sind zu viele Ritter und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das allein mit meinen 8 Bomben gerade nicht hinkriege. Ich kann mal gucken, ob ich den Raum spontan finde.
wir sind so. Hilfe, irgendwas hat Fokus in meinem Emulator geklaut. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Bleib, bleib. So, jetzt wieder. Alles klar. Was macht man jetzt? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Au. Nee, ich werde hier nochmal rausgehen. So, irgendwie gefällt mir das nicht. Komm mal nach oben, danke. Das heißt, wir versuchen jetzt was anderes. Wenn ich mich richtig erinnere, ist auch vor dem Raum, oder kurz vor dem Raum mit diesen vielen Rittern, ein Raum mit 3 Dodongos, wo man eh schon 6 Bomben braucht. Deswegen werde ich jetzt einen meiner Alternativpläne mal versuchen, solange bis ich damit entweder durch bin oder der auch scheitert wegen irgendwas. Dann muss ich mir was Neues überlegen. Aber wow, das leckt aber gerade schön hier. Fantastisch. So, wie sieht mein Alternativplan aus? Dungeon 5? In Dungeon 5 gibt es die Flöte. Mit der Flöte kommen wir in Dungeon 7. Und in Dungeon 7 gibt es ein Bomben-Upgrade, dass man 12, glaube ich, waren das, tragen kann, statt nur 8. Damit rechne ich mir bessere Chancen aus als im Moment. Ob das jetzt in der Praxis dann irgendwie so klappt, weiß ich nicht, aber werden wir sehen. Dungeon 5 selber glaube ich nicht, dass es so ein Riesenproblem wird, weil da hauptsächlich diese Hoppelhäschen... Oh, das war knapp. Das war... ja, schade. Also in Dungeon 5 kommen hauptsächlich diese gelben hüpfenden Häschen, die unglaublich anfällig gegen Pfeilbeschuss sind. Das ist natürlich sehr angenehm, weil Bogen ist so ziemlich die beste Waffe, die ich gerade habe. Und Gegner, die anfällig dagegen sind, ja, müsste doch eigentlich funktionieren. Ansonsten kam da noch ein bisschen anderer Kleinkram, glaube ich, an Gegnern drin vor. Vielleicht so ein paar Mumien oder irgendwas in der Richtung, weiß ich nicht mehr genau. Aber das sollte auch nicht so schlimm sein. So, Dungeon 5, go up, up the mountain ahead. Sagt die Frau in dem Wasserfall, wenn man ihr Geld bezahlt, was ich aber nicht brauche, weil ich die Lösung kenne. Und ab, ab ist auch nicht richtig, weil das sind irgendwie 4 oder 5 Mal ab. Aber einfach immer nur geradeaus laufen. Das sind alles so Sachen, die ich irgendwann als, wow, Kind noch, mit per Try and Error rausgefunden habe. Aus dem einfachen Grund, die Frau zu bezahlen hat mir damals nicht geholfen, denn die spricht Englisch und zu diesem Zeitpunkt habe ich kein Wort Englisch gesprochen. Deswegen war immer nur so schön ausprobieren. Das sind die Hoppelhäschen. Die können wir jetzt absolut problemlos kaputt machen. So, das braucht natürlich jetzt ohne Ende Pfeile und damit Rubine, aber ja. Wenn man die ganze Zeit daneben schießt, braucht man sehr viele Rubine. So. Das eigentliche Ziel, was ich ja erreichen möchte, oder eins der Hauptziele, was ich erreichen möchte, so schnell wie möglich, ist Dungeon 6 zu schaffen. Denn in Dungeon 6 gibt es den Zauberstab, den man ziemlich gut als Schwertersatz verwenden kann, wie ich vermute. So töte ich den eigentlich? Das ist totaler Schwachsinn. Ich komme hier eh noch nicht drüber. Guten Morgen. Schön, dass ich mitgedacht habe. Egal. So, wie ist das hier? Big Dogger hates hört und kein Sound. Ja, ich weiß. Deswegen gibt es auch die... Der Endgegner hier ist... ja, klar. Natürlich. Ich war jetzt gedanklich irgendwie wegen diesem Raum... War ich jetzt gedanklich irgendwie in Dungeon 4, denn da gibt es auch so einen Raum, der so aussieht. Das Problem ist jetzt, dass ich jetzt erst verstanden habe, hier, ich komme gar nicht weiter in Dungeon 5, weil ich die Leiter aus Dungeon 4 brauche, um da oben über diesen Wassergraben zu kommen. Hehe. Ha. Okay. So viel zu dem Plan. Verdammt. Was dann?
Dungeon 4, Leiter. Ja, kommt man nur dran nach Dungeon 3 Floß, weil man braucht das Floß, um zu Dungeon 4 zu kommen. Das stellt mich jetzt vor ein Problem irgendwie. Das heißt, das, was ich mir alles überlegt habe, eben funktioniert vorne und hinten nicht. Schade, schade, schade. Gut, dann muss ich wohl zwangsläufig doch irgendwie versuchen, in Dungeon 3 an diesen Rittern vorbeizukommen. Sonst sehe ich keine andere Möglichkeit mehr gerade. Ich könnte jetzt in Dungeon 6. Ich weiß nicht, ob ich in Dungeon 6 eine Leiter brauche. Kann gut sein, dass ich die auch da brauche und deswegen sowieso die ganzen Überlegungen schwachsinnig sind. Aber ich traue mir Dungeon 6 sowieso noch nicht zu, weil das ist meiner Meinung nach eins der schwierigeren Dungeons, weil diese ganzen Wizrobes vorkommen, von denen ich auch noch gar keine Ahnung habe, wie ich die ohne Schwert besiegen soll. Gut, dann versuchen wir es nochmal mit Dungeon 3. Ha. Dungeon 8 hat auch Ritter, und zwar insbesondere blaue davon. Da gibt es als Items... Da gibt es das Buch, an das man relativ einfach drankommt, und den Schlüssel, Master irgendwas Key da. Der hilft aber auch nicht bei den Problemen, die ich im Moment habe. Der Schlüssel habe ich genug. Okay, ansonsten in Dungeon 7 gäbe es die rote Kerze, mit der man zumindest mehr als einmal pro Raum das hier machen kann. Aber ohne Flöte kein Dungeon 7 und ohne Floß keine Flöte. Okay. Also. So. Ah, Moment. Ich muss mal gerade eben etwas Wichtiges machen, bevor das gleich... wo ist denn das? Ach, das gibt's gar nicht mehr. Das ist ja schön. So. Wenn ich das jetzt alles richtig gemacht habe, hat man gar nicht gesehen, dass hier irgendwas passiert ist, aber vermutlich vergesse ich das irgendwie rauszuschneiden oder so. Egal, mal schauen. Also, wo gehen wir lang? Ich habe keine Ahnung. Nach links? Ich weiß es nicht mehr. Normalerweise renne ich einfach durch diese Dungeons durch, mache alles einmal kaputt und bin dann da, wo ich hin will. Aber das ist ja... Das ist der Raum, den ich meinte. Das sind... Okay, man kommt hier hin, ohne die Dodongos zu besiegen. Das heißt, wir haben zumindest 8 Bomben, um die Viecher hier kaputt zu kriegen. Trotzdem müssen wir die geschickt platzieren, so. Was? Die brauchen 3 Bombenhits? Wie soll das denn funktionieren, ey? Ernsthaft? Ich muss jetzt mal ein bisschen beobachten, weil ich kann offensichtlich nicht eine Bombe benutzen, um nur einen davon zu treffen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich versuche jetzt möglichst viel davon kaputt zu machen. Danach müssen wir uns irgendwo im Dungeon ein bisschen umschauen, ob man hier irgendwo weitere Bomben kriegt. Das Problem ist, wenn ich das Dungeon verlasse, der war schön, dann sind die auch alle wieder da. Ich darf mich nur innerhalb des Dungeons bewegen, oder wir machen das einfach nicht so. Ich hatte gehofft, die gehen jetzt einfach so kaputt. Nein, 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 nein. Eine Bombe noch, eine Bombe, eine Bombe, eine Bombe. Ja, die müssen jetzt unbedingt zusammenlaufen, wenn ich die beide auf einmal treffen kann. Ich habe jetzt nicht bei allen mitgezählt, also bei beiden. Verdammt! Okay, hätte aber eh nicht gereicht, weil der noch 2 Hits brauchte. Gut. Problem. Problem. Problem, Problem, Problem. Ich brauche mehr Bomben. Ja, von euch bekomme ich keine Bomben. Von euch auch nicht, außer... gehen vielleicht komplett kaputt, wenn ich die mit einem Pfeil anschieße. Ja, tun sie. Das ist natürlich relativ angenehm. Der Fledermaus macht man auch noch eben kaputt. Ich glaube zwar nicht, dass es hier irgendeinen Raumdrop gab. Gibt's nicht. Okay. So. Ja. Eigentlich können wir jetzt in ganzen Ruhe das Dungeon erkunden, solange bis es Bomben gibt. Dankeschön.
Das war ja mit Ansage. So, mit weiteren 4 Bomben müsste das jetzt möglich sein, diese 2 Ritter da noch kaputt zu kriegen. Die können nicht mehr viel aushalten. Außer die Lebenspunkte resetten sich, wenn man den Raum verlässt. Das weiß ich nicht. Deswegen werde ich auf jeden Fall versuchen, die simultan zu treffen. Nein, die resetten sich nicht. So, das heißt, der müsste mit der nächsten Bombe sterben. Wenn ich den treffe. Das ist ein bisschen ein Glücksspiel, weil die sich absolut zufällig bewegen, glaube ich. Das hat funktioniert. Im nächsten Raum sind auch noch ohne Ende Ritter, aber das ist nicht schlimm, wenn wir die nicht besiegen müssen. Danke. Und hey, Floß. Okay. Ich hatte ein bisschen mehr Probleme erwartet. Aber ich hatte zumindest recht mit der Vermutung, dass 12 Bomben reichen würden. War natürlich jetzt super Sache, dass es in dem einen Raum noch zusätzliche Bomben gab. Sonst hätte das ein Problem werden können. So, haben wir das Floß. Ist die Frage, möchten wir Dungeon 3 zu Ende machen? Den Herzcontainer auch noch mitzunehmen? Oder gehen wir erstmal raus und machen was anderes? Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier ein Stück weiter. Ich erinnere mich natürlich auch überhaupt nicht an den Weg zum Boss. Der könnte hier lang gewesen sein, könnte aber auch ganz woanders gewesen sein. Verschwenden wir einfach mal ein paar Schlüssel, um das rauszufinden. Der war verschwendet, denn den Raum hätten wir auch anders reingekommen. Dass die sich im Fallen so schön töten lassen, ist natürlich fein. Gut, ich weiß es wirklich nicht mehr. Na egal, ausprobieren. Was gibt's hier? 2 von denen. Sollte jetzt nicht das Problem sein. War sogar kostenlos. So, hier gibt es... Did you get the sword? No, nein, ich habe kein Schwert. Nein, habe ich nicht. Nein, werde ich auch nicht. Halt die Fresse. Ich habe das Gefühl, hier war falsch. Es gibt immer noch einen Schlüssel, das ist gut. Fledermäuse sind ja praktischerweise kein Problem. Im Vergleich zum ersten Dungeon, wo wir noch keinen Bumerang hatten. Und ich setze auch keinen Safe-State mehr am Anfang von einem Dungeon für den Fall, dass ich in irgendeinem Raum feststecke. Mir ist erst nach der Aufnahme klar geworden, wie schwachsinnig das eigentlich war. Ich hätte mich auch einfach von den Fledermäusen umbringen lassen können, wäre ich auch gerade am Anfang des Dungeons gewesen. Egal. So. Gut, haben wir das hier durch. Der Weg hier oben war absolut sinnfrei, bis auf den Hinweis, wenn man den noch nicht kannte. Wenn sie nach rechts gehen, kommen wir vermutlich irgendwann in Richtung Boss. Da ist noch eine Karte. Ah, stimmt, das Dungeon sah aus wie so ein Hakenkreuz falsch rum fast.